Vor sehr, sehr langer Zeit, als noch niemand zu Hause eine medizinische Maske hatten, außer die Mediziner, und als Smartphones nicht smart, sondern eher Handy waren, musste man in der Pause sich noch in den Computerraum aufhalten, um Online-Spiele spielen zu können. Ein Junge, dessen Namen wir hier nicht verraten wollen, spielte ein Spiel mit seinen Freunden. Es war das Browserspiel O-Game. Die Freunde haben im Spiel Strategien geplant, Taktiken ausprobiert, Angriffe koordiniert und sich gemeinsam unterstützt, und es war schön. Einige Zeit später merkten die Freunde, dass das Spiel auch seine Schwächen hatten. Und einer der Jungs überlegte sich, wieso programmiere ich das Spiel nicht nach? Und eine neue Idee wurde geboren. Und der Junge begann zu lernen. Er lernte die Programmierung, er lernte viele Programmiersprachen, erstellte Prototypen und lernte dabei noch viel mehr Enthusiasten kennen, die dasselbe Ziel hatten. Und es war schön. Er lernte und lernte und lernte. Aber ein Spiel wurde nie erstellt. Bis heute. Happy New Year und willkommen beim allerersten Video im Jahr 2022. Für euch ist es schon ein ganzes Jahr lang her, dass das letzte Video rausgekommen ist. Für mich sind es nur ein paar Stunden gewesen, weil ich jetzt gerade im Urlaub bin und das Video eben vorproduzieren musste. Im letzten Video habe ich ja angekündigt, dass ich ein Spiel programmieren möchte. Und in diesem Video, weil das Jahr noch nicht lange her ist und ich noch nicht dazu gekommen bin, irgendwas zu programmieren, möchte ich dir mal kurz die Idee erläutern, was für eine Art Spiel ich umsetzen will und was ich mir da so für Gedanken gemacht habe. Zunächst mal zum Thema Browser Games. Da ich ja alles mit PHP programmieren will, wird das Ganze natürlich ein Browser Game sein. Das Problem an Browser Game ist, dass in letzten Jahren oder Jahrzehnten wurde das Spielgenre leider in den Dreck gezogen von einigen Unternehmen. Wenn du jetzt heutzutage einen Jugendlichen nach einem Browser Game fragst, dann hat er sofort im Hinterkopf ein Spiel, was nur noch Pay to Win ist, irgendwelche Dinge eingebaut hat, damit das einem das Geld aus der Tasche gezogen wird und so weiter. Er denkt also beim Thema Browser Game immer nur an irgendwelche Abzock-Games. Ich denke mal aber, dass das Genre an sich nicht gestorben ist, denn was ist ein Browser Game im Kern? Du klickst irgendwo drauf und dann dauert es eine Zeit lang, bis irgendwas fertiggestellt wurde und dann siehst du da ein hübsches Bild oder so, dass da irgendwas erweitert wurde. Diese Art von Spiel existiert auch heutzutage immer noch auf mobilen Geräten und man nennt das auch Idle Games. Aus diesem Grund bin ich halt immer noch davon überzeugt, dass ein Browser-Game, wenn er gut ausgeführt ist, immer noch funktionieren kann. Vielleicht habe ich aber auch Unrecht und niemand heutzutage interessiert sich noch für Browser-Games. Dafür hatte ich aber wenigstens einen Spaß am Spiel gehabt und habe dann wenigstens ein größeres Projekt entwickelt. Und apropos Projekt, ich habe mir überlegt, dass ich nicht einfach nur ein Spiel entwickle, sondern eine kleine Engine für Strategiespiele im Browser. Wobei eine Engine zu sagen wäre hier an der Stelle übertrieben, es wäre eher eine kleine Verwaltung, dass man eben zum Beispiel Tech-Trees definieren kann, bestimmte Objekte, also Bauobjekte definieren kann, Einheiten definieren kann und so weiter. Also es soll so eine Art kleines Framework sein mit einer Verwaltung dahinter, womit man dann eben später Aufbaustrategiespiele programmieren könnte und diese dann eben auch selbst erweitern kann. Mit Plugins und so weiter. Solche Engines, die gab es bereits in der Vergangenheit sehr oft. Also ich habe auch an mehreren auch mitgearbeitet in der Vergangenheit vor einigen Jahren und die haben ja auch irgendwie funktioniert. Die hatten aber alle ein kleines Problem und zwar, weil man ja eben viele Dinge einstellen musste, wurden deshalb auch viele Inhalte im Spiel dann direkt aus der Datenbank geladen. Also sagen wir, du hast verschiedene Ressourcen konfiguriert, viele verschiedene Gebäude oder Einheiten und die wurden sich dann aus der Datenbank immer zusammengezogen. Und das möchte ich zum Beispiel nicht so umsetzen. Meine Idee wäre es eher so, dass man eine Administration hat. Diese Administration, die speichert zwar ihre Daten in der Datenbank, aber anhand diesen Daten werden dann später richtige Klassen generiert in das Projekt hinein. Das hätte dann den Vorteil, dass du quasi komplett flexibel bist in der Administration, aber beim Betrieb wärst du performanter, weil du eben nicht alles aus der Datenbank zusammensuchen musst, weil die Dinge sind ja dann fertig konfiguriert. Also sagen wir mal als Beispiel, du hast ein Gebäude und du weißt,
Dieses Gebäude kostet 4 Ressourcen und das sind die Ressourcen. Und pro Level hast du folgende Ressourcen. Du könntest das Ganze sehr komplex aufbauen, in der Datenbank für verschiedene Levels verschiedene Werte eintragen oder irgendwelche mathematischen Formeln. Du könntest aber auch einfach eine Klasse erzeugen von diesem Typen und dort eben diese Werte dann hardcore reinschreiben als PHP-Array und könntest die verwenden. Müsstest sie nicht mehr aus der Datenbank auslesen. Und dadurch hätte man dann zur Laufzeit eine enorm hohe Performance. Es gibt nun mal halt bei solchen Projekten Dinge, die man ein einziges Mal pro Server oder so eingestellt hat und dann eigentlich die nie wieder ändert. Und dann macht es für mich persönlich gar keinen Sinn, diese dynamischen Inhalte, also dynamisch nachzuladen, obwohl die eigentlich statisch sind. Und das will ich halt in dieser Engine halt anders umsetzen. Und für mich bringt das auch einen Vorteil mit sich, weil ich kann vom Spiel an her das Ganze umsetzen, das Spiel zunächst programmieren, dann sehe ich meine eigenen Klassen, weil die Klassen kann ich jetzt mit dem Hintergedanken erzeugen, dass ich die dann später über eine Verwaltung generieren werde. Und ich kann somit sozusagen direkt mit dem Spiel loslegen und dann später diese Engine on top aufbauen. Dann wäre dann das nächste Thema Framework. Welches Framework werde ich dabei benutzen? Der Code, also der Kern des Spiels, wird ja natürlich Framework agnostic sein. Das heißt, die ganzen Logiken, die das Spiel an sich betreffen, die werden in eigenen Klassen gekapselt sein. Und somit könnte man eigentlich jederzeit das Framework wechseln. Es wird aber dennoch ein Framework benutzt. Ich möchte jetzt nicht einen eigenen Router und keine Ahnung und DI-Container und alles programmieren, sondern ich möchte schon ein fertiges Framework verwenden. Nur soll dieses Framework eben meinen Code benutzen. Ich bin mir jetzt zurzeit noch unschlüssig wegen der Wahl des Frameworks. Vielleicht kommt es irgendwann nach und nach. Vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare rein, was hättet ihr denn gerne gesehen? Laminas, Symfony, Zend, Falcon, Laminas ist Zend. Und so weiter. Also schreibt mir mal ein Framework in die Kommentare rein, dann gucken wir mal, welches Framework ich denn da nehmen könnte. Ich habe mir zunächst mal erstmal das AMP-PHP-Framework vorgenommen, also mir das Ganze mal angeschaut. Das ist ein asynchrones PHP-Framework, damit kann man dann asynchron Anfragen bearbeiten, aber irgendwie bin ich da noch eben unschlüssig. Und deswegen schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich muss ja eh erstmal vorher andere Dinge programmieren, bevor ich mich überhaupt für ein Framework entscheide. Deshalb, wir warten da einfach an der Stelle ab und ich werde dann rechtzeitig Bescheid geben. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mich schon für asynchrones PHP stark interessiere, weil das ja schon wieder eine ganz andere Herangehensweise ist an ein Projekt und man müsste es halt eben anders umsetzen. Weil ich könnte, es ist halt eben, es verhält sich anders als ein ganz normales Framework und das macht das Ganze eben ein wenig spannender. Vielleicht könnte man sich da auch React-PHP anschauen statt das AMP-PHP. Ich bin mir, wie gesagt, da noch unschlüssig. Aber asynchron klingt schon interessant. Kommen wir kurz zum Projekt selbst. Das Projekt findest du unten in der Videobeschreibung. Das ist dieser GitHub-Link zu OpenTribes. Der Name OpenTribes kommt daher, weil ich halt ein sehr großer Fan von dem Spiel Die Stämme bin und ich möchte ein Spiel entwickeln, was schon in die Richtung geht wie eben Die Stämme, nur vielleicht ein wenig anders mit meinen eigenen Wünschen drin. Und weil das Spiel ja Open Source ist, heißt das Spiel eben OpenTribes. Diejenigen, die mich schon seit einigen Jahren länger kennen, die kennen eh schon das Projekt. Ich habe da schon mehrfach mal angefangen und immer wieder abgebrochen und ich möchte es dieses Mal jetzt wirklich mal durchziehen. In diesem Projekt befinden sich jetzt mehrere Repositories, die sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch verändern, wenn ich noch weitere Erkenntnisse kriege oder eben weiter in dem Projekt vorankomme. Hier siehst du zum Beispiel das Concept Repository. Da werde ich dann alle meine Konzepte vorbereiten in Form von Markdown und da werde ich dann einige Dinge niederschreiben und sich mich dann eben an diesen Konzepten langhangeln. Da werden dann auch Milestones definiert und so weiter. Im Repo Art, da werden sich dann die Rohdateien für die Bilder befinden. Also ich möchte das Ganze auch natürlich grafisch einigermaßen hübsch gestalten. Ich werde dann auch einiges mit Blender umsetzen oder mit Krita auch zeichnen. Also ich will da auch grafisch was aufbauen. Und da werden sich eben die Rohdateien befinden, die man dann später in eigene PNGs, JPEGs und so weiter generiert, die dann im Spiel landen werden. Wahrscheinlich werden die Grafiken natürlich nicht so gut aussehen, wie es ein professioneller Grafiker machen würde, aber at least I tried und ja, ich habe es versucht und mein Gott, zum Spielen reicht es wahrscheinlich.
Im Repo-Container, da wird sich dann der ganze Infrastruktur-Gedöns befinden, also sprich Docker-Files. Dort werde ich einige Docker-Container konfigurieren und diese Docker-Container werden dann nachher auch auf dem Hetzner-Server auch laufen. Das heißt, ich werde vielleicht am Anfang noch Dedev benutzen, wo ich noch mich da einarbeite in das gesamte Projekt, aber später werden wir schon eine eigene Docker-Datei generieren, die wir dann eben zum Laufen des Projekts benötigen. Und die wird sich dann in diesem Ordner befinden. Im Core befindet sich das Spiel an sich selbst. Also hier findest du dann eben die ganzen Klassen, die ganzen Interfaces, die man benötigt, um das Spiel zum Laufen zu bringen. Aber dort wirst du zum Beispiel keine konkreten SQL-Abfragen und so weiter sehen, weil die gehören eben nicht in den Core, die gehören in die Implementierung des Frameworks, weil jedes Framework hat seine eigene Datenbank-Engine und das heißt, da kommt dann erst die Implementierung hinein. Im Framework-Repository werden dann eben diese Framework-Dateien sich befinden, die eben nur Framework-spezifisch sind. Später wird es dann so sein, dass ich dann den Kern sozusagen auf dem Server ausrolle, der lädt sich dann auch dann die ganzen Framework-Dateien dazu und der Kern wird eigentlich so das Hauptprojekt sein und das Framework wird nur der Unterstützer des Projekts sein und nicht andersrum, wie man es von anderen Projekten kennt. Es ist ja so, dass Robert C. Martin sich eigentlich darüber auch aufgeregt hat, dass wenn du jetzt ein Projekt dir anschaust und als allererstes gehst du auf den Ordner des Projekts und du siehst als allererstes die ganzen Framework-Dateien. So nach dem Motto, du kannst wirklich halt erkennen, okay, in welchem Framework wurde das Projekt umgesetzt. Und er meinte, eigentlich ist das ein Fehler und eigentlich solltest du das Projekt sehen und irgendwo muss sich dann das Framework befinden. Und genau so möchte ich das auch mal umsetzen oder zumindest auch versuchen. Kommen wir zum Schluss noch zur Lizenz. Das Ganze wird natürlich unter der MIT-Lizenz freigegeben. Das heißt, ihr könnt diesen Quellcode wiederverwenden. Ihr könnt das auch betreiben dann nachher. Ihr könnt damit Geld verdienen. Es ist euch alles überlassen. Unter MIT-Lizenz könnt ihr halt damit machen, was ihr wollt. Ihr habt aber keinen Anspruch auf Garantie, weil ihr dafür eben nicht bezahlt habt. So, und das ist jetzt das gesamte Spiel. Also es wird ein Strategiespiel sein, ihr habt einen GitHub-Link und ich werde das jetzt irgendwie nach und nach das ganze Jahr über auf diesem Kanal umsetzen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf dieses Projekt und ihr habt auch richtig Bock zu lernen und zu wissen, wie man denn so ein komplexeres Projekt aufbaut, wie geht man dabei vor und so weiter. Ich werde auch übrigens die Entwicklung vermehrt live streamen. Allerdings werde ich das nicht immer vorher ansagen, weil ich das Ganze spontan machen werde. Deshalb abonniere meinen Kanal und aktiviere auch noch die Glocke, damit du das auch rechtzeitig mitbekommst, dass ich eben live bin und das ganze Projekt eben streame. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video und bei der nächsten Zusammenfassung. Bis dahin, tschüss.